So, herzlich willkommen zur Spätausgabe. Eigentlich wollte ich diese Aufzeichnung nur dem Silberpreis widmen. Jetzt kommt ja noch andere Werte auch noch hinzu. Denn der Silberpreis konnte in den letzten anderthalb Stunden sich von den Tiefständen deutlich erholen. Und aber zu dem Zeitpunkt war ich eben gerade unterwegs. Nichtsdestotrotz schauen wir hier den Silberpreis an. Hier gab es, und die wurden auch jedes Mal erwähnt, Kaufmöglichkeiten, hier unten definitiv, auch dann der Ausbruch nach oben, genauso wie hier diese Bewegung und in den unteren Zeitebenen sogar diese. Also es wurden kräftige Kursgewinne in den letzten Wochen, Monaten mit dem Silberpreis generiert. Doch hier eben auf Schlusskursbasis, also das letzte, wer jetzt hier keine Teilgewinne mitgenommen hat, beziehungsweise hier unten jeweils, der hat natürlich hier einen Verlusttrade, sollte er jetzt hier wirklich rausgegangen sein. Denn bis zu diesem Zeitpunkt, genau hier bei ja, 18,65, war ich mir ja nahezu sicher, aber Sicherheit bringt eben nichts, es müssen eben Tatsachen geschaffen werden. War ich eigentlich sicher, dass es hier nach oben geht, also dass dieses Level hält, einfach diese Kreuzunterstützung. So, was ist aber passiert davor? Schon müssen wir eben diese Kerze anschauen, dieses Kaufsignal, was hier auch in dem Stream vorgestellt worden ist und genau das Kursziel. Wer sich darüber interessiert, kann in der letzte Woche hier im Stream das nachlesen. Wurde auch nur erzählt, das kurzfristige Ziel würde erreicht. So, im Stundenchart sah im Prinzip alles noch schön aus, wäre hier ein Rücklauf gewesen an den EMA oder an die Oberkante des Rainbows und dann hätte es weiter nach oben gehen sollen können. Hier zu dem Zeitpunkt war es frühestens hier nach dieser 4-Stunden-Kerze klar, dass hier etwas, ja, ein Fehlausbruch passiert ist. Auf Tagesbasis, aber ich habe das Signal auch nicht wirklich hundertprozentig in dem Sinne wahrgenommen, aber diese Kerze war natürlich alles andere als bullisch. Schloss wieder hier in dem Rainbow, also der Ausbruch war ein Fehlausbruch. Und mit dieser Kerze natürlich dann bestätigt und hier wurde dann Tatsachen geschaffen. So, jetzt im heutigen Tag, wie gesagt, es kommt jetzt hier echt ausführlich der Silberpreis zur Sprache. Hier war ich unterwegs, habe ich auch schon gedacht, oh Gott, hier fällt alles und ich wollte dann hier von den unteren Zeitebenen durchgehen, wann womöglich eine Rebound-Bewegung stattfinden könnte. Wie gesagt, dann auch hier hat der Silberpreis mir das jetzt hier vorne weggenommen. Das sieht jetzt hier sehr schön aus. Und sollte ab sofort im 5-Minuten-Chart, das schauen wir auch mal kurz den 15-Minuten-Chart an. Hier ist auch 17,70 etwa. Ja, 17,70. Also hier kann man jetzt mit 10 Cent Risiko circa, aber das ist auch auf Schlusskursbasis, also dürfte ein Stück mehr, sagen wir mal 15 Cent. Hier kann man womöglich long gehen und eine riesengroße Aufwärtsstrecke dann mitnehmen. Das Risiko, wie gesagt, sind etwa 15 bis 20 Cent hier. Was aber auch hier wieder schön zu beobachten ist, im 5-Minuten-Chart wirkt auch hier der EMA 200, jedenfalls in dieser Trendbewegung, sehr gut. Auf Stundenbasis, da ist jetzt hier nicht wirklich ein Hammer eingetreten, aber auf 4-Stunden-Basis ist hier das passiert. Ich will nur gerade schauen, wieso sich hier, also es muss an den Kursen, die hier keine unmöglichen, eine Kurslücke entstanden sein, auch wenn die nur minimal ist, geht normalerweise nicht. Also hier stimmen dann die Kurse nicht. Also hier kann es eben auch 17,70, wie man ja auch hier sieht, war das hier das
vor Tagestief runtergehen, Unterstützung, und dann sollten hier die Käufe reinkommen. Sonst, was kann man noch im Tageschart sagen? Hier die Kerze ist zumindest für eine Erholung eben über 18 US-Dollar gut. Dann muss man eben sehen, ob sich nicht doch noch eine weitere Abwärtsbewegung dann einstellt. Also hier muss auf Tagesbasis wieder hier die 18,50 überschritten werden, dann hält sich das Chartbild jedenfalls im Tageschart auf. Wir haben ja vorher gerade sehr ausführlich die unteren Zeitebenen begutachtet. Da kann man auch einiges jetzt sehen. Schauen wir, das habe ich ja auch heute wieder mitgebracht, die Fortuna Silber, eine Aktie an. Die anderen werden dann vielleicht morgen angeschaut. Es ist ja eh noch nicht Handelsschluss in Amerika, aber hier sieht es auch fast ideal aus, idealtypisch, eine Hammerkerze am EMA 200. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal eine, und eine Aktie, da kann ich morgen sicherlich andere noch präsentieren, die eine Umkehrkerze liefern. Gold hat ja auch ein neues Tief gemacht, leicht den EMA 200 unterschritten, bisschen die Toleranz, ja, sollte man einkalkulieren. Für mich ist es hier kein Verkaufssignal, auch nicht jetzt noch eine richtige Umkehrkerze. Mal sehen, was eben bis 22 Uhr bzw. 24 Uhr noch so bringt. Was wunderschön hier im Prinzip aufgegangen ist, allerdings kam hier der Rücksetzer nicht, um nochmal einzusteigen. Aber wie man hier sieht, seit 28. September Long-Szenario, und hier wurde dann auch heute nochmal erwähnt, dass es dann eben bis 103,55 steigen kann, und hier sieht man, genau dort landete dann das Währungspaar US-Dollar japanischen Yen. Endlich ausgebrochen ist jetzt auch australische Dollar japanische Yen. Hier muss das, der Stopp wurde ja schon weiter hochgesetzt, das Risiko war dann sehr begrenzt. Fast das Risiko hat man hier schon verdient. Allerdings sollten hier deutlich höhere Kurse möglich sein. Die Position könnte man eben auch splitten. Ein Stopp hier oder eine Position raus, Stopp hier oder den Anfangsstopp dort dennoch beachten. Wenn man hier denkt, das ist eine Aufwärtsbewegung fertig, kann das natürlich hier deutlicher korrigieren. Aber im Idealfall war hier eine Impulsbewegung zu erwarten, solange es eben über 78,15 notiert, das Währungspaar. Deswegen war hier kurzfristig das möglich. Deswegen sollte man auch, wenn es geht, frühzeitig Gewinne mitnehmen. Denn wie eben besprochen, kann sich das natürlich hier auch wieder korrigieren und dann sich weiter nach oben auffächern. Das war's, danke fürs Zuhören, und morgen gibt's dann wieder mehr.